kleines Türchen für euch. Und zwar mit folgender Übung. Die Übung heißt der Zauberwürfel. Genau. Liebe Kinder, wisst ihr, wie viele Zahlen hat der Würfel? Genau. 6 Zahlen. Und wisst ihr, wen wir jetzt noch vermissen? Unseren Hopsi-Hopper. Jawohl. Hallo Hopsi. Schau mal. Kannst du den Würfel fangen? Sehr gut. Und wir haben jetzt hinter diesen 6 Zahlen verstecken sich 6 Übungen. Wir starten mit der Nummer 1. Das wären 10 Hampelmänner. Jetzt wissen wir, wie das geht. Die Nummer 2, da werden wir zum Boxer. Bei der Nummer 3 werden wir zum Bergsteiger. Bei der Nummer 4 werden wir eine Nähmaschine. Bei der Nummer 5 werden wir zur Ente und gehen im Entengang herum. Und die Nummer 6 ist der Hopsi-Hopper, der Fliegen fängt. Der Hopsi-Hopper fängt sie nicht mit der Zunge, sondern mit den Händen. Sehr gut, liebe Kinder. Wir starten mit Würfeln. Unser Hopsi würfelt. Die Nummer 3. Was war die Nummer 3? Wissen wir das noch? Der Bergsteiger. Und los geht's, liebe Kinder. Sehr gut. Jetzt würfle ich. Sehr gut. Hopsi, würfelst du